Mittlerweile ist es 10.30 Uhr vorbei. Wir warten seit 8.30 Uhr auf den angekündigten Sonderzug des Roncalis in München. Markus Strobel, was ist passiert? Unser Sonderzug ist gestern Nachmittag in München angekommen und wurde im Münchner Osten abgestellt, sollte dann hier herrangiert werden und im Moment fehlt er. Also wir warten hier. Unser Sonderzug ist 700 Meter lang, hat auf 50 Bahnloren 80 historische Zirkuswagen, 1200 Tonnen Zirkusmaterial und ich habe jetzt einmal bei der Pressestelle nachgefragt, die auch mit zu diesem Termin eingeladen hat. Für die Deutsche Bahn ist das ja auch eine Imageveranstaltung. Der letzte Zirkus in Europa, der mit der Bahn reist, ist der Zirkus Roncalli und der Zug ist nicht da. Ja, also bisher kann sich noch keiner erklären. Ich weiß, wo er steht, aber warum er nicht hier steht, bekommen wir keine Informationen. Mein letzter Stand ist, dass er jetzt um 10.30 Uhr, also mit 2,5 Stunden Verspätung einfahren soll. Es kann aber nicht es gab angeblich auch keine Netzstörung. Die Bahn weiß es im Moment selbst nicht, die Pressestelle, woran es liegt. Vielleicht gibt es ja ein technisches Problem, von dem wir nicht wissen. Aber er ist seit gestern in München. Ja, und für uns ist es jetzt ein großes Problem mittlerweile, weil wir bauen ja parallel am Leonrupplatz auf und wir haben da 70 Leute stehen, die auf Material warten. Und die werden alle von uns bezahlt. Ja, und wir werden aber die Premiere hinbekommen. Wir werden jetzt einfach die Schlagzahl erhöhen und Extraschichten einlegen. Und dann ist die Premiere am Samstagabend, am 12. Oktober, hier am Leonrohrplatz im Kreativquartier um 20 Uhr. Und um 15 Uhr gibt es schon für alle Münchner Familien schon eine Nachmittagsvorstellung. Und wir müssen das jetzt, die Leidtragenden sind wir. Ja, aber woran es liegt? Müsste man bei der Bahn nachfragen, aber die Pressestelle konnte mir dazu auch noch keine Lösung und keine Information geben. Hurra, der Roncalli-Sonderzug ist da. Ja, also er ist angekommen in München, obwohl er eigentlich schon seit gestern da ist. Ja, seit gestern stand er in Riem, zwischenrangiert, aber es gab heute Probleme. Wir sind jetzt mit gut 2,5 Stunden Verspätung hier angekommen an der Verladerampe. Roncalli ist der letzte Sonderzug, also der letzte Zirkus in Europa, der mit einem Sonderzug reist. Wir reisen mit der Bahn. 700 Meter lang auf dem Sonderzug sind auf 50 Bahnloren unsere 80 historischen Roncalli-Wagen, liebevoll restauriert, blattvergoldet aus Bernhard Pauls Sammlung. Der älteste ist 140 Jahre, unser Café des Artistes von 1880. Und insgesamt beherbergen wir darauf 1200 Tonnen Zirkusmaterial. Und jetzt kommt schon wieder ein Zug. Es fahren jede Menge Züge, aber unserer hat ein bisschen Verspätung gehabt. Vielleicht lag es ja im Regen.